Geht gleich los, meine Damen und meine Herren. Aber herzlich willkommen auf Altmark Gaming. Der Walter und René, wir sind wieder auf Tour. So, ich muss hier bloß noch mal was einstellen. So, ja, der Wetter ist ein bisschen früher, weil Punkt um 10 ist ja Ende im Gelände. Da kam ich dann bei Klaus Walter, der braucht seinen Schönheitsschlaf. Oder so ungefähr. Ja. Hast du gesehen, ich habe in meinem Namen drin rumgebaut. Du hast in deinem Namen drin rumgebaut? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich hab unsere Route wieder vorne nachgesetzt. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Auftragsangebot. Ja, was haben wir denn? Vieles. Viele schöne Sachen. Ich guck auch gleich. Ach ja. Schöne Musik. So, Frachten. Stadt auswählen. Jawohl, einen Moment. Einen Moment bitte. So, was wollen wir fahren? Wollen wir Öl fahren? Wir müssen auch schon mal gucken, dass wir was in die gleiche Richtung finden, ne? Ja. Richtig. Machen wir bei dir die zweite Seite? Oh, warte mal, das sieht gut aus. Das eine sieht gut aus. Nee, hab ich nicht. Machen wir die dritte. Was steht denn ganz oben? Da ist irgendwas weiter eingeblendet. Ja, das ist von OBS. Das habe ich eingebaut. Machen wir. Ja. Die vierte Seite. Pool. Die fünfte. Frankreich. Was hast du denn? Warte mal. Krass. Ich denn noch Frankreich? Keine Bombe. Die nächste Seite. Dresden. Oh, warte mal, Aberdeen. Habe ich Aberdeen? Ja, das ist mal schwierig mit einem Partner eine Fracht zu finden in der gleichen Stadt. Darum machen wir das so. Liebe Zuschauer. Das war erstmal England hier aussuchen. England? Pass auf. Ja. Ich fahre nach Edinburgh, kann. Ja. Und du nimmst Aberdeen. Aberdeen. Wo sind das, oder? Ich habe Firma, holst du eigentlich deine Fahrt?
Wir fahren und wir holen von der gleichen Firma. Ich tue meine Route ein bisschen ändern. Ich fahre vorne weg, dann fährst du ab England vorne weg. Aberdeen. Mhm. Weil du das vorletzte Altkunststoff. Ach hier, das letzte. Nee, das vorletzte. Ach hier, ja. Hatte ich jetzt gerade nicht. Gut, mal hin. Ach, fahren wir wieder Fähre. Na denn, auf der Hand. Auf geht's. Auf geht's. Oh, warte. Ja, jetzt. Soll ich zurückfahren? Nö. Kein Vertrauen, oder was? Klar. Also ich muss meine Fahrt holen in 115 Kilometer. What? Ja, wir müssten eigentlich vom gleichen abholen. Naja, ja. Oh, wieso höre ich mich so doppelt bei mir? Links ab. Kann eigentlich. Ah, ich habe mit Florian, wo ich mit Florian leiser lauter machen müsste. Immer geradeaus. Okay. Muss heute mal gehen. Demnächst. Darfst du zu schreiben? Biege nach rechts ab. Oh, mein Controller vibriert. Mein Lenkrad vibriert. Oh, das war knapp. Wollen wir mein Handy wieder umdrehen? Dass ich was sehe. Gleich da. So. Samstag wird es dann haben wir eine Folge gegeben, wo LKW einen Hänger bauen. Ja, richtig. Weil das müssen wir ja offline machen. Also du. Mhm. Bau mal auf deinen LKW, dann baue ich fix meinen LKW mit Hänger. Mhm. Und dann vorne. Korrekt. Du musst irgendwas noch leiser machen, also. Irgendwas. Warte, man muss sich anhalten. Post hab. Oh, vielen Dank. Dankeschön. So viel leiser gestellt. Okay. Warte mal. Durch das Gemär, ne? Kurz vor. Sollen wir das? Jo, Test 1, 2, 3. Besser? Ja. Das war wohl mit Florian. Okay. Kuschelwiese. Bildbild ist dunkel. Wie dunkel? Hm? Ich seh dich nicht. Schwarzer Bild. Halt mal an, weil du fährst halt auf, immer auf dem Rasen. Ich muss auch mein Spiel schließen, ich muss wieder reinkommen. Ach so. Weil irgendwie ist bei mir Eurotruck, nachdem ich rausgetappt bin und wieder rein. Ja. Schwarz geblieben. Okay. Nicht nett.
ist ja sehr verdächtig. Aktualisierung von Eurotruck, ist ein Fehler aufgetreten. Das Spiel läuft bereits. Aha. Jetzt. Jetzt? Ich beeile mich. Alles gut. Noch bin ich ja auch drin. Du kannst ja zur Lüte mal ein Stück hoch rum. Ja, ja. Hauptsache, ich habe mein Ziel nicht verbunden. Aber ich denke, bei unseren nächsten LKWs nehmen wir einmal einen Arm. Tunnel! Das schallt so schön. Hooper! Oh, Automatik rein? Ja, ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Leichte Startschwierigkeiten haben wir da oben. Ja, das ist doch nicht mehr alles bei uns. Dann nehmen wir uns als Startstadt dann Dresden mit den neuen LKWs. Ja. Oder Prag, müssen wir mal gucken. Ja. Dass wir dann Richtung Rumänien kommen. Ja, definitiv. Da müssen wir unbedingt mal hoch. Runter. Runter meinte ich ja. Ja, und morgen gibt's das Voris. Gegrilltes Fleisch. Na, am Anfang ist es mehr bauen wie. Ja, am Anfang ist es mehr bauen, Base bauen. Aber da werden wir eine Klitsch anwenden. Müssen wir bloß uns einig werden, wer den Spielstand eröffnet. Nimm die Ausfahrt links. Das wollten wir uns wohl Mercedes, so. Der goldene Stern. Tempo mal, das ist dran. Ja. Ich bin auf 80. Bin nicht so lange. Ich denke, ich holen wir trotzdem wieder einen 3-Achser und keinen 4-Achser. Weil Schwertransportform ja zum Multiplieren. Ja. Demnächst links abbiegen. Oh, das war früh. Zu früh? Biege nach links ab. Warum hier nicht aus? Ja, sag ich, warum noch?
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links. Das ist aber gut, die haben hier eine Tankstelle. Das ist gut. Können wir nochmal danken. Wollen wir erst dann den links rechts abbiegen? Nö. Biege nach rechts. Ja, da hast du Frachthöhlen und dann. Okay. Immer geradeaus. Tja, wenn es vibrieren kann ich nichts, das ist mein Lenkrad, wenn man das schon sollte. Minimal. Okay. Mali, vielen Dank für das. Biege nach rechts ab. Machen wir. Es ist vorbei. Oh, es ist vorbei. Oh. Es gibt im Moment keine Frachten für diese Firma. Was? Haben wir doch aber angegeben. Doch, meins ist da, mein Altstoff. Namen Mali, grüß dich. Ja, um 10 Uhr, weil ich bin jetzt Gabelstapler Klaus. Ja, um 10 Uhr ist ja wieder Ende im Gelände. Weil rechtzeitig bei früh ist die Nacht für mich zu Ende. So, ich nehme die jetzt an. René. Mhm. Gut. Ja, da ist die Nacht zu Ende denn bei mir. Oh, jetzt muss ich da wohl noch anfahren. Ach, du meine Herren. Da haben wir die Aufnahme. Das müssen wir denn entweder Freitag oder Samstag mal machen. Warte mal hier, ich fahr mir kurz schlürfen. Okay. Was ist? Da weiß, ne? Deine Fracht kannst du annehmen, da weiß ich in Hoffnung, dass bei mir was wieder da ist. Ne? Aha. Na, haben wir die hier nicht? Ich hab's nicht. Die Fracht nicht mehr. Motors aus. Ach, jetzt. So, ich hab sie hier lagen, die Fracht. Okay, wir fahren los. Nein, wir fahren auch nicht los. Ja. Und sonst mal die alles gut. Komm. Mali hat doch gerade geschrieben. Ja, was? Ah, okay, okay. Ja, Mali, dann müssen wir gucken. Also, dann tun wir erstmal das, solange wieder Gacken bist, sag ich mal,
ja, ruhen und dann, wenn du wieder zu Hause bist, und dann gehen wir auf Freitag oder am Samstag dann noch weiter noch mal aufnehmen. Jo, okay, dann lassen wir das erstmal ruhen, ja, jo. Ja, weil anders geht's nicht. Und in der Woche habe ich nicht mehr so die Zeit. Nur noch Wochenende. Die zwei Tage, Freitag, Samstag. Und jo. Bist du jetzt schon da? Nö. Hast du eine Frage gekriegt? Ich zoome gerade. Achso. Es wäre echt nicht schlecht, wenn wir das Ziel einstellen können. Ach, der bewegt sich so. Der klingelt Security, Mann. Mal gucken, wo ich in Form ist. Komm mal zu mir vor, bitte. Jo, Moment. Standort-Server, Molly. Rechts abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Weil da vorne eine Version. Rechts ab. Ne? Ja, richtig. Immer geradeaus. Bist du? Demnächst rechts abbiegen. Ja, ach da. Biege nach rechts ab. Ich muss zwar meine Fracht jetzt woanders abholen, aber naja, kann ich nicht ändern. Nö, macht ja nichts. Alles gut. Dann ist das so. Zeit, dass die Multiplayer auf 1,38 bringen, wenn wir wieder normal arbeiten. Ja. Das ist richtig. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, lass uns eine neue Route finden. Bitte einmal links. Links halten und dann links abbiegen. Ich weiß nicht, was dein Navi dazu sagt. Ja. Biege nach links. Er hat mir schon eine neue Route vorgeschlagen, mein Navi. Und jetzt geradeaus. Rechts. Warte, ja. Ach, da habe ich wieder gepennt, wie immer. Ja, ich habe noch die Gitterboxen vor mir. Sag Bescheid, wenn du wieder hinter mir bist. Habt ihr schon einen Blick?
Automatik ist drin. 80. Mhm. Oh, da war ein Zug. So geil, wenn das so schallt. Rechts und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nabend. Herzlich willkommen. Warte, ich kann gerade jetzt nicht lesen, Mali. Ja, wünsche uns noch eine gute Fahrt. Vielleicht kommt doch später unten rein. Alles klar. Bis um 10 Uhr sind wir da. Bis um 10. Wenn es euch wieder irgendwelche Probleme gibt mit Frachtern. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Immer geradeaus, sagt er. Okay. Und ich soll rechts abbiegen. Nee, du fährst geradeaus. Ja, ich weiß. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich bin dein Navi. Genau. Im Moment bist du mein Navi. Links abbiegen und dann links abbiegen. Was? Links abbiegen und dann links abbiegen? Aha. Ich habe heute wieder Berichte gelesen von der Spanien-Updating. Ja. Neu berechnet. Was kommen sie? Das wird interessant. Wir wollen sie auch hier auf die Energieproduktion eingehen, bitte fragen. Ui. Das ist nice. Also Energieholz und so ein Mist. Oh, ist doch nicht schlecht. Kannst du dann babbeln so? Babbeln? Im LS tust du häkeln und hier fährst du. Ja. Ist doch auch nicht schlecht. Ja, dann haben wir die unsere Hexe den Pappel verladen und dann fahren wir die halt mit Eurotruck weiter. Ja, das gibt aber richtig Fußball, die Pappel von dort bis zur Herzburg. Das ist ja spannend. Ja, oder? Ja. Ach ja. Zeigt denn das? Muss ich oben noch mal gucken? Nachher. Bitte rechts halten. Wir fahren jetzt rechts ab. Rechts, okay. Ah, hat mein Navi auch gesagt, ich soll jetzt rechts abbiegen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, der Navi ist langweilig. Mhm. Das ist von der Sicht einfach. Warte mal. Die darf ich nicht so schnell nehmen. Wer hat sich so eine Autobahn? Auffahrt hier. Ich denke, das ist beabsichtigt. Naja. Biege nach rechts ab. Links. Hab ich gesehen. Dass ich vorhin noch Liverpool. Dann. Naja, wir fahren erst nach Liverpool. Und dann fahren wir meine. Und dann läuft das bis Samstag mal den Server update. Richtig, hoffentlich. Ja, werden wir sehen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Warum ich würde mich hier hinführen? Ja, in der Walachei bestimmt. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen. Ich sehe es. Biege nach links ab. Die Strecken, die habe ich schon gelb. Und wir sind ja eine Zeit lang hier oben rumgefahren, weißt du noch? Mhm. Demnächst links abbiegen. Was soll ich denn hier rumgucken? Bei der Gärtnerei? Biege nach links ab. Jo, Frau Paul und der Paul stehen alle da. Echt? Lol. Ach, hier ist aber auch Null. Mit der Gärtnerei hier. Nö.
Wo ich denn? Knoblauch. Knoblauch? Boah, bleib mir bloß fern. Du stinkst dir nachher aus dem Mund. Die ganze Essen bei 12 der Knoblauch. Jawohl. Vielen, vielen Dank. Boah, der Name ist aber lang. Kann ich gar nicht aussprechen. Sorry. Muss einmal kurz warten, ich muss eine Bonusrunde fahren. Eine Bonus? Ja, ja. Ich wollte auch eine Bonusrunde fahren. Weil ich komme nicht auf meinen Parkplatz. Okay. Ich habe vor Karte noch hier sitzen, Wilhelm. Ich will auch Wilhelm sehen. Gute Neuberechnung. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Auf Altmark Gaming. Herzlich willkommen in Ornhaus. Ja, im Euro Truck Simulator Ornhaus. Einmal gearmen. Aber sieht nicht schlecht aus. Was? Na so, wie das ja. Was? Oh, unser Nightbot, der meckert schon wieder. Ja, bitte. Zu viele Smileys. Ja, zu viele Smileys, hey. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Und, halt. Ich muss da lang. Hier fahren sie auch nur 12 Tonnen Knoblauch. Mhm. Ich habe Altstoff. Altkunststoff. Altkunststoff, genau. Extra beim Björn abgeholt. Genau. Wir sind extra nach Altmark gefahren, um Altkunststoff. Fahren wir ja hinten rum, weil ich will danken. Ja, also ich, naja, ich folge dir. Weil da, die Strecke habe ich nämlich auch noch nicht frei. Du weißt doch, ich weiß nicht, was ich tue. Ja, ja. Route finden. So. Ich habe extra beim LKW das Fenster zugemacht wegen Knoblauch. Nimmt mir das nicht verübel, wenn ich fahre, ich kann den Chat nicht lesen, weil sonst krache ich wieder meine Leitplanken. Sonst muss die Straßenmeisterei wieder. Und ich versuche zu lesen, was geht. Rechts ab. Genau. Und René tut lesen. Biege nach rechts ab. Nein, ich biege nicht rechts ab, mein Navi. Und so Navi ist auch nur so lang. Genau. Und sonst kriege ich wieder eine fette Rechnung von der Straßenmeisterei, wenn ich die Leitplanken beschädige. Naja, ich bin so schnell. Wie hast du denn? 77. Ich rufe 95. Man sieht's. Ordentlich reinfahren dort. Du kannst den Admin vorbeifahren, ne? Richtig. Ich höre jetzt teuer. 1,54. Na ja, geht doch noch. Das geht doch noch. Jetzt habe ich, glaube ich, mein Navi ganz durcheinander gebracht. Ah, 529 war mein Dieselpreis. So, noch eine schnelle Bockwurst. Auf geht's. Aber Nightbot stelle ich ja mal richtig hin. Mhm. Demnächst links abbiegen. Demnächst links abbiegen. Sagt meine auch.
Biege nach links ab. Ach ja. 1500 Kilometer. Ich habe 1907 Kilometer. Gut, ist aber eine Fähre dazwischen. Was? Ob du deine Brille auf hast? Warum? Ja, meine Brille habe ich immer auf. Oder habe ich was? Demnächst links abbiegen. Oder habe ich jetzt was versehen? Denn Entschuldigung. Biege nach links ab. Wieso? Wieso? Stoppschild. Ach so. Das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht verfolgt. Entschuldige. Wenn ich da jemanden die Vorfahrt geschnitten habe. Nein, das war's. Der Termin ist zeitlich begrenzt. Das musste, ja, jetzt, das musste jetzt mal sein. Ich weiß, das macht man nicht. Aber... Alter, sag mal, hast du Jagdwurst gegessen? Nicht vor dem 80. Die Betonung liegt auf nur. Ja. Gut, ich habe jetzt mal 5 draufgelegt. Aber ich lege jetzt nochmal 5 drauf. Und dann zur nächsten Kurve nicht auf der Seite. Automatik regelt das. Ich kann mir zwar eigentlich nicht vorstellen, dass ich mit meinem Hänger Knoblauch formen kann. Ja. Aber na gut. Bestimmt lose Knoblauch. Stimmt. Immer geradeaus. Weil bei einem Schubboden. Ja, oder? Ja. Immer geradeaus. Dann mache ich doch. Ja, ich auch. Oh, es wird Zeit, dass du echt, ich brauche eine neue Brille. Ja. Dass ich das Stoppschild nicht mehr. Links abbiegen? Ja. Wenn die gerade ausfahrst, hast du einen kaputten LKW. Nicht. Sagen links halt? Ach, rechts war doch zu. Ich bin schon im Tunnel. Ja, gut, Mann. Du weißt doch. Ich habe eine alte Lady von Scania. Meiner oder älter wie deiner? Meiner ist Baujahr 96. Dort kann man rechnen. Warum bestimmt auch schon mal zu fahren. Ja. Da fährt ein Zug. Fährst du rum, wenn wir uns hier Zug gefahren? Ich sag da fahren und trinken, das ist nicht so meine Kunst. Ja, morgen kommt zuvor auf der PlayStation. Und auf YouTube.
Da kommt ein Doppelstream. Einmal PlayStation und einmal YouTube. Mal so als kleine Info. Mal ein paar Kannibalen wieder. Komm ich auf die Idee. Plun? Ich hab Angst dabei. Warum? Da wäre ich nicht mit dabei. Du brauchst keine Angst vor haben. Du hast dein Feuer, du hast immer mich. Geradeaus. Punkt, weil ich nicht mal mit hab. Da muss ich Angst haben. Und deine Fackel? Dann tust du mich wieder einzeln, dann laufe ich wieder rum wie so eine lebende Fackel und dann passt das. Und schon brauchst du keine Angst mehr haben. Was sich mein Kanal auf 10 vorstellt. Ich hab meinen nur auf 9. Es wird Zeit, dass das so, dass das mit der aktuellen Spielweise funktioniert. Ach siehst du, ich wollte nur mal was fragen. Das muss ich morgen mal machen über WhatsApp. Na also die machen es nicht am Sinn, dann rennen die zur Form, die sich alle über. Ja, dann ist wieder Highlife. Nehmen wir Nadine mit. Genau. Ja. Crashkurs. Ne, ich kann gerade nicht gucken. Hab gerade geguckt. Warte. Moin, du Dani. Dani, moin. Herzlich willkommen. Aber es ist gut, dass wir hier langfahren. Die Strecke habe ich noch nicht. Hast du einen Blick jedes Mal, wenn wir unterwegs sind? Ich habe auch keine Ahnung, zu welcher Fähre die uns führen. Ich weiß es auch nicht. Kriegt man nur raus. Rechts anhalten, M drücken. Nö. Okay. Genau. Ja. Aber wir stehen, in der Leistung. Außerdem haben wir Zeitdruck. Genau. Kannst ja nicht anhalten und den nächsten Räder rum. Ja. Was passiert zur Strafe? Davon kannst du ausgehen. Und freust du dich schon auf morgen? Morgen geht's im Dschungel. Da hat er noch mehr Angst wie ich. Das Wichtigste, was du bauen musst, ist Stein, Steuer und Pfeil im Bogen. Kannst du schön im Walder quälen. Kein Kommentar. Da müssen wir schon mal gucken, wo wir mit dem Flugzeug runterfallen. Ja. Für ein schönes Plätzchen. Ich hätte gesagt, dass wir diesmal vielleicht auf der Haseninsel gehen. Gehen wir mal mit den Hasen auf den Sack. Hasen, Wildschweine, Rehe. Was für ein Spiel? Muss ich mal morgen mal angucken, mein Name so. Ich habe gerade ein neues Spiel, was spielen muss. Was denn? Hast du schon? Das hast du schon. Hab ich. Keine Ahnung. Ich habe so viele Spiele. So viel hast du auf PlayStation? Auf PlayStation? Ah, ja, mit L. Habe ich geschenkt gekriegt. Ui. Ah, das ist nicht schlecht. Die Ellie. Ja, Daniel, morgen brauchst du
Feuerzeug. Na, was ist denn? Lappen. Immer geradeaus. Ein Stück Holz und dann eine Fackel. Moin, was ist das Feuerzeug? Alkohol. Ja, Alkohol, genau. Stoffe. Richtig. Klebeband und ein paar Stücke. Genau. Und ein paar Knochen für Pfeile. Richtig. Und der Rest ergibt sich nachher von ganz alleine. Der Rest läuft regelmäßig vorbei. Richtig. Und die hauen auch ab und zu mit drauf. Obwohl ich da müssen, wir haben es das schon geschafft, ohne Kannibalen zu essen. Ja, haben wir schon mal geschafft, ohne Kannibalen zu essen. Selbst auf den Spielstand, den wir jetzt auf dem Computer haben, haben wir noch keinen einzigen Kannibale. Nee. Wir haben sie verhauen, wir haben sie zerhackt, aber wir haben sie nicht gegessen. Genau. Willst du schieben? Nö. Ja, seid doch mal froh, dass ich so den Abstand mal so dicht hintereinander bin. Was bin ich mal, ja. Der Bummelletzte, oder hast du jetzt Angst, dass ich dich drauf rauche? Ja, ich hab nur bloß das eine Spiel geladen, was die letzte Hause war. Ja. Und muss ich mal reingucken beim Westlichen Zoo. Da kenne ich das Castle, kenne ich nicht. Nee, das sagt mir jetzt auch nicht. Boah, das können wir noch dran. Ja, wie gesagt, nicht so ruckartig lenken. Weiterchen. Ja, doch, Kannibalen essen auf Dauer hat Auswirkungen. Ne, Walter? Haben wir so für uns festgestellt. Vor allem das Nadinchen, ne? Ja. Die hat sich ja mit dem Buch dann intensiv befasst. Wir sind ja dann auch so die Thun, ne? Richtig, richtig. Kannibalen sagt und fertig. Richtig. Schön aufs Feuer, ne? Genau. Wie würde ich jetzt sagen, alles nicht was auf drei auf dem Baum war, aber geil gemetzelt. Aber die Ecke mit den Schildkröten ist eigentlich auch nicht schlecht. Ah, das ist auch nicht schlecht. Du tust deinen Körper mit zu viel Kannibalen vielleicht vergiften. Na? Richtig. Und irgendwann wirst du dann errufen und nur so den Mist. Richtig. Geistige. Also so körperbeeinträchtigend und geistig. Ich kann einmal mit Norm. Mal gucken, wann Norm Zeit hat. Muss ich aber dann auf dem PC mal machen nächste Woche. Geradeaus. Das andere auch mal spielen. Auch mit geistigen Kannibalen. Weil da kam ja jetzt ja auch ordentlich Updates von Queen Hill. Ey, wenn wir das ordentlich spielen, müssen wir also gar keine Kannibale essen oder ganz wenig. Richtig. Ich bin begeistert. Oh, das war ein Buggy. Wie man den macht, die Hupe. Das sind, könnten aber welche sein, die mit Mod-LKW sind. Siehst du, kaum in den Chat geguckt. Ja, Norm. Boah, irgendwas schallt ja ganz schön. Ich weiß es nicht. Ich hab dich schon leiser gemacht. Oh. Ja, Gnome, das werden wir mal nächste Woche machen. Ja, wie nächste Woche? Na, du kommst bei uns hier mit dem Chat. Ich hätte dich so gut umgeholt. Na, aber sicher. Du kannst mir Anweisungen geben. Das weiß ich doch mal. Was denn? Brauche ich meine Goldmine. Ja, kannst du ja machen. In der Zeit. Und ich mache mit Gnome nächste Woche. Immer geradeaus. Alles klar, Schätzchen. Mach mal geradeaus. Da ramme ich ein bisschen mit dem Gernbocker durch Alaska. Dann kannst du machen. Und ich mache mit Norm Queen Hill. Ich kann nur Animal Crossing. Was? Animal Crossing?
guck's mir mal an, wenn ich da vielleicht mal Geld habe, sag ich's mal schon mal. Gell? Mhm. Auch weil das jetzt der Ellie Einzug gehalten hat. Ja, Ellie, lass doch fast, ist bei mir auch eingezogen. Immer geradeaus. Die werde ich auch nie hergeben. Lass doch fast. Das war ein bisschen Licht schon wie Green Hell. Ja, lass doch. Der war gut. Ich wollte neuer noch. Hm. Hunderte Menschen unterwegs. Ja. Das mag ich sehr am Multiplayer, wenn der nur vernünftig redet ist. Richtig. Da müssen wir bloß mal gucken, wann wir das machen. Entweder Dienstag oder Montag. Oder nie, weil er pennt. Warum? Ich kenn dich doch. Die ruckelt aber ein bisschen. Mhm. Die Straßenbahn hat geruckelt. Keine Straßenbahn. Oder Eisenbahn, was das war. Ja, es ist. Weil die, wir müssten das mal angleichen auf 1.38, dass das wieder. Ja. Green Hell auf PlayStation. Ich glaube, das habe ich auch gehört. Da sollen noch einige kommen vom PC auf PlayStation. Kann ich jetzt so durchfahren oder muss ich anfangen? Schon einhalten, wa? Ja, einhalten. Durch. Okay. Rechts kannst du durchfahren. Ja, ja, schon gesehen. 174. Für Maut. Ja. Teuer, ey. Teurer Mount. Ja, gut, für die Brücke, wo wir drüber fahren, lohnt sich schon. Ja. Warte, da fahr ich mal nicht so schnell. No, da kommen wir doch nicht an. Da fahr ich mal in Außenperspektive. Weil einfach das Feeling mal genießen. Einfach mal. Ah, herrlich. Da hinten landet ein Flugzeug. Kann ich jetzt gerade nicht sehen. Aber du willst das Feeling genießen. Genau. Morgen. Nein, Mensch. Ja, du weißt, wie ich das meine. Bin jetzt nicht drauf gekommen. Ja, jetzt sehe ich Flugzeug. Gehört halt zum Feeling dazu. Richtig. Irgendwas in Dänemark. Dänemark? Wir gucken, ob der Klaus zu Hause ist. Klaus, ja, stimmt. Immer geradeaus. Ich bin gerade 108 gefahren. Vor 80. War dann auch schon eine Umstellung in England da drin. Wieder alles links rückwärts. Na gut, wir wollten das so. Ja, müssen sie einmal machen, weil die Strecken fehlen ja nur auch viel. Ja. Linksverkehr. Oh Mann. Ja, da werden wir uns mal noch mal eine Garage holen. Immer geradeaus. Und da werden wir das nächste Mal dann stoppen von da oben. Mit 9 LKW. Mit 9 LKW, genau. Obwohl wir eigentlich im Park stoppen wollen, ne? In Richtung Rumänien fahren. Ja. Ja gut, so nimmt haben wir mehr Zeit. Ja, Samstag haben wir mehr Zeit. Na, Björn hat eigentlich gesagt, dass er mitmachen wollte. Ja, Björn macht mit. Kannst du morgen über ganz anders erzählen, oder? Ja. Wenn nicht, dann machen wir drei. Installiert habe ich es schon.
Oh, Bagger. Bodo und der Bagger. Installiert habe ich zuvor schon. Mhm, ach was, hast du mir schon gesagt. Ja, morgen, da freue ich mich schon drauf. Sofort ist mal wieder morgen 20.30 Uhr, liebe Zuschauer. Gibt's wieder viel zu lachen. Gibt es wieder eine lebende Walterfackel. Oder eine Gabelstapler Klaus Fackel. Müssen wir mal gucken im Weg. Müssen wir uns wohl mal unterhalten, Daniel. Wie wir es am besten lösen mit Snowhammer. Wieso, was denn damit? Na, wegen dem Termin für Snowhammer. Ja, Daniel, das quatschen wir morgen. Achtung, ich muss anhalten, Maut. Okay. Und 900 Euro für das schnelle Horn. Was? Sag mal, bist du geisteskrank? 900 Euro. Ich bin 24 km zu schnell gefahren. Ich habe jetzt auf das Schild, was da stand, überhaupt geachtet. Ach du meine. Ich bin so zu schön meine 80 gefahren, auf das Schild. 234. Das ist bloß Maut. Alter, 234 Maut. Die haben doch wohl nicht mehr alle Zäune im Schrank. Und das im Schrank. Bei Waldo muss ich noch helfen mit Anzünden, Daniel. Da will nicht so gut brennen. Ja? Mhm. Was lässt sich alles klären? Das sieht doch schon geil aus. Ist die Windräder? Aber wenn, dann brennt Walter erst, wenn man ein bisschen was aufgebaut hat. Am Anfang ist da keine Zeit dafür. Ne? Ja. Weil du musst die Base bauen und den ganzen Mist machen. Ja. Aber das wir, und wir werden morgen klitschen. Die Baumstämme. Wir haben noch nicht mal angefangen, was zu bauen. Ja, ist richtig. Wir werden in die Höhle ziehen. Oh, nicht schlecht. Aber da gehst du gewinnt nicht. Nee, in Öl kriegen wir kein Holz. Jetzt haben sie ein bisschen nachteilig. So schöne Landschaft, so. Scheiße, hören wir Leuchtturm. Ja. Alter, so schnell bin ich noch nie gefahren. 110, 111. Kommst du schon näher? Darum gebe ich ja Gas. Jetzt muss ich aber runterbremsen. Sind wir bald da? Nein. Nein. Warum nicht? Das sind noch 1300 Kilometer, die wir zu schruppen haben. Bei mir sind es noch 1000. Frechheit. Das mit Autobahn, das geht das? Ja. Walter zeigt doch das morgen. Was? Mit dem Ditch. Ja. Gut. Der wollte nicht. Da war genauso konzentriert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass nur Fähre fuhren. Habe ich auch gedacht. Weil irgendwas hat es ja angezeigt gehabt. Aber weißt du, was ich heute schon gemacht habe? Mein Thermobecher mitgenommen. Und was gehört in mein Thermobecher? Immer geradeaus. Kaffee. Das ist schon am zweiten Arbeitstag. Also. Das ist schon am zweiten Arbeitstag. Ich werde nimmst du damals gerne mit Onkel. Der muss. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann jetzt bloß gerade nicht so richtig gucken, weil ich. Kadi schaut. Kadi schaut. Ah, okay. Danke. Wie soll ich das machen? Ich gucke aufs Telefon und muss vor.
Ja, du weißt doch, wenn ich gucke und ich brauche mal halt ein bisschen mit länger mit lesen. Und schon ist denn die Leitplanke und die Straßenmeisterei schickt mir wieder eine teure Rechnung. Das kann ich mir nicht leisten. Die letzte hat mich schon 3.500 Euro gekostet. Das müssen wir uns mal angucken. Das können wir ja mal ohne Livestream da antesten. Ja. Voll Jazz. Oh. Ich wollte mal Hi, sagen. Kati. Hi Kathi, herzlich willkommen in unsere Community. Na, bei PlayStation ist es kostenlos. Voll Geist. Den muss ich nur runterladen. Ein Hoch auf PlayStation 4. Ja, ein Hoch auf PlayStation Plus. Ich möchte nicht wissen, was da wert ist, was sich da ein Spiel gelandet. Ja, ich möchte das auch nicht wissen. Da haben wir schon einige teure Spiele runtergeladen, wo? Wir haben einen Sniper geholt. Ja. Call of Duty. Ja. Da war schon lange nicht gespielt. Nee, Call of Duty, das haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Ghost Recon haben wir ja da auf PlayStation. Genau. Und Joa auf PC haben wir ja. Ja. Das müssten wir auch mal. Was schreibt nur? Livestream, ja, Professor, ist gerade voll im Trend. Was ist das Fall Guys? Ja, klar, muss ja Fall Guys sein. Was ist denn eine PS4? Das ist so ein Ding, wo der Scheibe reinstecken muss. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Eine PlayStation 4, ja, das ist wie die PlayStation Immer geradeaus. 1, Gelegt. 2. Musste genau fliegen wie eine Frau in der PlayStation, sonst geht's runter. Richtig. Jetzt sag nicht, wir verlassen die Autobahn. Du nicht? Gatti, alles gut? Alles fit bei dir? Wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal bei Twitch, bei Info gucken. Ich bin noch bei. Ja, Rechts halten. das muss alles noch Dann eingebaut werden. bleiben Sie immer geradeaus. Instagram und YouTube-Kanal, auch Altmark Gaming, alles. Immer geradeaus. Machen Ja, doch. wir. Was ist hier eingebaut in den Nein, haben wir noch nicht eingebaut. Wann denn? Den Unterhang. Du hast doch die Banner, hast du doch schon drin. Die Banner sind schon drin. Instagram, YouTube und Facebook. Discord. Discord. Der Spendenlink ist auch drin. Ja, da geht schon. Das ist ja alles drin. Halt bloß noch mit OBS muss das, unser Netbook meinte ich. Das muss. So ein Kauf oder so. Der Netbook muss noch gefüttert werden. In der Ruhe. Genau, in der Ruhe liegt die Kraft. Also du kannst zwei LKWs fahren, da kann ich nebenbei machen. Nee, kann ich nicht. Ist es Daniel weiterreichen? Wird es schon wieder dunkel? Wir müssen das noch alles einrichten, Daniel. Ja. 40 Uhr hier. Das könnte ich jetzt auch machen. Mal schnell eine Schmuck. Dann müssen wir an der nächsten Tankstelle mal kurz anhalten. Ja. Wollten wir eh Kaffee machen. Ja. Gucken wir mal wieder Kreisverkehr, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Der Kreisverkehr ist okay, brauchst du nicht mehr blinken. Nimm diese Ausfahrt. Ne? Boah, jetzt merkst du aber, wie er zieht. Wie viel denn das drauf? Warte, das war F6 war. Ja. Ich habe 12 Tonnen Knoblauch. Nee, F6 war es nicht. Doch.
Ich kann gerade nicht gucken. Warte, wie viel. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, Ampel. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, die nehmen wir mal. Weil die ist noch nicht gelb bei mir. Nimm diese Ausfahrt. Alter Mann, ich hab Rot. Ich habe gedacht, du willst ja auf die Tankstelle. Immer geradeaus. Weil es doch der Ausfahrt hier vorne, wo ich stehe. Ach so. Ach nee, das ist hier, ja. Bitte machen Sie eine Karte. Hält man doch dran, ey. Genau. So, ich mach mal mein Käffchen. Ja, wenn ich jetzt gleich an der Tankstelle bin. Mach ich mir auch erstmal noch schnell einen Kaffee. Und ich gehe mal schnell auf den Balkon. Machen Sie eine Kehrtwende. Da ist eine Kette davor. Das ist auch was. So, naja, steht zwar nicht so perfekt, aber ist egal. So, ich komme auch gleich wieder. Ich will mal schnell eine Pfeifen gehen. Bis gleich. Hier bin ich wieder. Nee. Nee.
Na dann, fahr mal vor. So. Ja. Bin auch wieder da. Immer geradeaus. Kein grad nicht aus. Ach ja. Das sieht doch schon eher noch fair aus. Ja, der Rasen. Demnächst links abbiegen. England. Links abbiegen und dann links abbiegen. Links abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Das ist ja wissen bei der Bullseinfahrt immer geradeaus. Ja. Extra für uns gemacht. Bodenwelle. Boom. Also ich habe jetzt eh eine Station, wo ich noch dafür rein kann. Ja, ich auch. Abfahrt. Okay, lass uns eine neue Route, kein Problem. Ich finde eine neue Route. Jo, alles klar. Wir hören uns morgen im Wald. Tschüss, Daniel. Was nun? Überleg mal, wo ich rausgehe. Na hier? Naja, das habe ich nicht gesehen. Ja, das haben sie ein bisschen. Ja. Jo, bis morgen, Dani. Tschüss, Dani. Achso. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Denk dran, Linksverkehr. Ja. Ich weiß aber recht. Ich weiß. Ja, wie gesagt, wir müssen ja oben mal öfters jetzt fahren. Im Linksverkehr. Weil hier oben haben wir ja auch noch so viel offen, was wir machen müssen. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. War jetzt eher auf meiner Spur entgegen oder was? Also ich habe wieder 80 drin. Landmaschinen hat er drauf gehabt. Steht immer mit Bagger. Okay. Also die Kurven haben sie.
so einer Autobahn. Ja. Da hinten fahren die Küstenwache. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aber normalerweise hätte das Navi uns hinweisen müssen, dass Ringsburg klar ist. Shit. Ja. Ich musste gerade mal über den Rasen fahren. Ich war wieder auf meiner rechten Spur. Jetzt lernst du schon noch. Links halten. Biege nach links ab, ne? Links abbiegen. Naja, muss auch links. Biege nach links ab. Autobahn Ende. Also ich habe noch 196 Kilometer. Okay, ja, warte, ich guck gleich. Wie viel ich noch habe? 500. Ach du Scheiße. 254. Das geht schon. Sind wir kurz noch 10 fertig? 562, so war's. Nicht 54. Sind wir kurz noch 10 fertig? Ja. Ganz pünktlich ist eine Woche. Nee. Ja, das ist. Ist ja nicht so schlimm, wenn man ein bisschen drüber ist. Ich war schon auf falschem Spruch. Ja. Nicht ja. Ich sag doch, ich muss mich da erst dran gewöhnen, ja. Dass ich hier links fahren muss. Die Sonne, ey. Denke ich im Navi, wenn die auf falschen Spur fährt. Okay. Und der grüne Punkt auf der Straße umfährt. Steht eine Burg. Im Gegenverkehr. Okay. Denk gerade in England. Ja, ja, links. Immer geradeaus. Soll ich gerade. Nee, ich komme erst bei dir mit. Na, hat man ja so gedacht. Ja. Die Strecke habe ich nämlich auch nicht. Du warst ja so einige Strecken momentan. Neu berechnet. Aber dann kannst du ja dann mal nachgucken, wenn wir. Ja, ne, er hat neu berechnet. Jetzt sind es 671.
Beim nächsten Mal kannst du eine kürzere nehmen und ich eine längere. Oh. Und meine Fracht ist 32.000 war. Das ist schon ordentlich. Ja. 32.000 haben wir oder nicht haben? Ich wünsche dir eine gute Nacht. Jo, gute Nacht. Gute Runde Leitbacke. Ich melde mich nochmal nur um. Halten und dann bleiben sie immer muss ich mich noch aus. An deinen Namen muss ich mich noch gewöhnen. Ja, ich weiß aber, wer es ist, weil. Immer ja, ja, du auch, ich. Ja, ja. Kann man ja alles machen. Nee, ist ja richtig. Na, Norm. Aufgefallen, dass er eigentlich 97 ist. Nö. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Noch 160 hat es. Ne? Mhm. Könnte ich eigentlich mal auf 90 hochgehen. Oder? Ja. Sorry. Aber die grüne Insel haben wir bestimmt auch bei dort von der Naturschutz. Unter Garantie. Das sieht geil aus. Die Sonne, die Bäume, die Sonnenstrahlen so. Mega. Vor allem die schöne breite Autobahn. Ja. Also hier bauen wir schon mal an der Raststelle. Ja, gelegentlich sind wir einmal hier durchgebrochen. Ja. Manchester, Liverpool. Ich muss gerade aussehen. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Mach ich schön, ich hab's eilig. Ja. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Aber kleinlich in England. Wissen Sie das? Ja. 10 km/h zu schnell, wirst du gleich über 200 Euro. Ah, die sind hart. Unfair. Die fackeln da nicht. Sehen wir mein Ziel. Okay. Ich noch nicht. Ich hab noch 500 Kilometer vor mir.
Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ich komme mit. Immer geradeaus. Ich bin aber gespannt, welche Firma 12 Tonnen Werfer. Route neu berechnen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ganz links halten jetzt. Immer geradeaus. In sich. Also hier kannst du nicht runterbrettern. Mit voller Geschwindigkeit. Aber es ist gut, die Strecke habe ich auch noch nicht. Ich habe Aquad rollen lassen, irgendwie ist es immer schneller geworden. Ich musste gerade abbremsen. Weil wir standen einfach immer ganz schnell nur runter. Oh, hier war ich noch nicht. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Neue Route finden. Gut, oh, gut. Hier nicht, ich hab grün. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. War eine schöne Fahrt. Ja. Ich habe jetzt noch 607 Kilometer. Also du hast die Richtung. Du hast die Richtung. Komm mal her. Und dann ist. Fühle ich mich wesentlich ganz so leer mit dem Hänger drin. Ja. Soll ich anhalten? Warum? Ach ne, alles klar. Links halten noch gelb. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Manchester. Nicht so schnell.
links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. So, sind wir mit Holz-LKWs fahren, dann wird es noch schwerer, eine Leitung. Immer geradeaus. Ja. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Rechts und dann geradeaus. Immer geradeaus. Rechts halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ich muss mich ja drauf verlassen, was der Navi dann das auch nimmt. Also ist deine Info fertig bei Twitch und ich muss bloß noch ein Nightbot machen. Ich bin mal interessiert, wenn ich die Befehle bei meinem Nightbot schreibe. Ja. Dein Twitch bei mir wieder auf dem PC aktivieren. Ja. Ja. Und dann Twitch bei mir auf dem PC wieder beende, ob es das übernimmt. Das weiß ich nicht, das muss man auch testen. Kannst du ja immer mal machen. Wenn du Zeit hast. Na, auf PlayStation liegt doch der Nightbot eh nicht, oder? Nee. Ja, doch, ja, der geht ja. Wenn zu viele Smileys ja, reinkommen. Du musst mir sagen, was du in deinem Nightbot haben willst, erstmal. Na, Insta? Also, böse erstmal deine Community. Und ja. Spende. Ja, und dann halt bei Hallo, herzlich willkommen. Auf Altmar Gaming. Ja, aber eins noch andere. Ne? Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das ist schade, es ist ja bei dir alles gespeichert irgendwo. Ne? Du musst ja die Befehle bis rauskopieren und rüber. Ja, ich? Nee, ich. Ja. Weil da könnte ich mir auch gucken, wo ich die Befehle überhaupt nicht geschrieben habe. Echt, ne? Ja. Wenn wir also morgen, machen wir es dann doch irgendwann. Ja. Wie gesagt, Donnerstag, das wird ein bisschen schlecht. Das kommt doch mal, wenn du zu Hause bist. Ah, ich schätze mal so 9, weil. Da komme ich nicht so schnell weg. Donnerstag. Den für eine Stunde noch einen PC anzuschmeißen, schlecht. Ah, ich muss noch mal nächste Woche. Also die Woche meine ich. Und dann bin ich ja Donnerstag wieder da. Müssen wir Kilometer schrubben. Nur bei einem Zählen. Ja, war schon 95. Immer geradeaus.
immer geradeaus. Tunnel. Vorsicht, Baustelle. Und was sagst du? Sieht gut aus, wa? Hab ich mich gefragt, du. Haben wir noch auf der Uhr. Na, wenn es zu spät war, müssen wir jetzt auch an der Tankstelle umfahren. Na? Mhm. Ja, ich denke mal, es wird ja nicht mehr so weit sein. Sind 414. Ah, das können wir schon. Solange wir nur alte Bäume fahren, geht's. Genau. Immer geradeaus. Immer geradeaus, sagt mein Navi. Und ich fahre schon 100. Ja. Die haben bis Tankstellen, da werden noch alte Bäume sein, so ist. Habe ich auch gerade gedacht. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Rechts halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Hm? Ich muss mich rechts halten. Immer geradeaus. Also immer geradeaus. Ja. Immer geradeaus. Ich guck mal, was da auf Tankstelle ist. Ich mochte. Tankstelle, warte. Ist das hier eine? Hm. Wenn mein Dank ist, glaube ich, kleiner wie bei deinem. Okay, lass uns eine neue Route finden. Das muss. Mhm. 1,48. Mhm. 500. Alter Schwede. So. Fertig? Mm-hmm.
Sei ja beruhigt, mit Hunger darfst du alle bekommen. Immer geradeaus. Ah, 300. 51. Wir kommen uns das Ziel schon näher. Die Kurve ist ein bisschen in sich. Sechzigtausend Kilometer sind wir LKW gekommen. Ui. Ja, ich gucke nochmal auf meiner. Siehst du doch mit I, wa? Hm. So, 289. Können das auch nehmen. Ja. Richtig. Was nicht so oft auf die Kilometer gut. Das ist Wahnsinn, der Bin. Hab ich auch gerade. Ach du Scheiße. Aber das ist gut, wenn die Tankstelle gleich mit gelb ist.
eigentlich gedacht, dass die Route dran ist. Rechts halten. Rechts. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Ah. Dann immer geradeaus. Das hätte ich auch nicht gedacht. Immer geradeaus. England ist ja gar nicht so weit weg, alles. Ja. Rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Nee, bei dir, das war Apple-Team, ne? Was, Apple-Team? Tue ich auch Punkte. Ist das gut? Fürs leere Hänger vorne. Ich nicht. Weißt du ja, was drauf ist. Richtig. Du hast da EP-Punkte für freie vorne. Noch ein paar Leveln brauche ich, damit ich alles wieder freischalten kann. Ja, ein Wochenende werden wir das mal machen. Da werden wir uns mal eine richtig schöne lange Tour nehmen. Das wollen wir aber erst, wenn das Update. Ja. Da lassen sich die Touren leichter planen. Ja. Und mit neuen LKW. Ja. Der kann dann erstmal ordentlich Kilometer schrubben, der LKW. MAN hat man schon mal probiert. Das war fast die Leitplanke. Weil ich auf den Chat geguckt habe. Vorsicht, Baustelle. Warte mal, langsam. Das wird mir ja sonst mit der Geschwindigkeit. MAN hat man ja schon. Was wir noch nicht hatten, das Volvo in der Zeit. Genau. Das sieht aber auch geil aus. Die One-Pop. Ja. Lange Baustelle. Immer geradeaus. Links halten und links. Dann links abbiegen. Biege nach links. Weil da abbiegen wir. Ey, wir sind fast da. 142. Was denn? Der Einfordert in sich.
weil ich trocken werde. Achso, ja. Kann ja einer von vorne kommen. Ach ja. So, den habe ich heute, heute Morgen gleich mitgenommen, mein Thermobecher Kaffee. Thermoskanne sowieso abgefüllt. Immer schön mein Thermobecher mit rumgetragen. Oh, wann fährst du denn? Brauchst Kasten hoch, oder? Ja, und dann mein Verein. Mein Verein. Da habe ich nicht meinen weißen Thermobecher, den ich sonst im Auto mit habe. Straße hier. Landstreuse, wenn jetzt die Sonne scheint, jetzt muss ich bei uns runter tun. Ja, halt ein bisschen Abstand. Ich muss. Gegenverkehr. Ja, Gegenverkehr nämlich auch. Na, ob man das nicht anhält. Was? Gegenverkehr. Vorsicht, Kurve. Also langsam auf der richtigen Spur, wo geht's? Sandra müssen wir auch noch mal. Jetzt müssen wir auch mal frei werden. Jetzt müssen wir ein Video über Insta oder wird das gut? Weil bei Twitch guckt sie uns ja nicht zu. Nee. Na, ich sag ihr das mal. Ich quatsch mal an über. Schick dir mal eine Sprachnachricht, Sandra. Epsi Muse halt mit uns mal zu fahren. Ja. Samstag. Fast da. Fast 3000 Kilometer später jetzt. Oh, Bremse. Da war mir ein bisschen
aber das ist eine Strecke, die ich noch nicht habe. Haben wir gut rausgesucht. Die war mir ein bisschen zu... schnell. Oben reich. Willst du schlafen? Hier kommt was zum Pennen. Nö. Wir haben doch keine Zeit. Ne, Zeit haben wir nicht. Demnächst rechts ab. Rechts. Das blinkt jetzt schon. Biege nach rechts ab. Die zweite war. Mhm. Warte. Ja. Ich lerne das nie. Hier. So, neue Stadt. Was ist jetzt? Warte mal, was? Scania-Händler. Ach so, oh. Scania-Händler entdeckt. Ich denke, oh, was ist denn jetzt? Oh, knapp jetzt mit dem Anhalten. Naja, ja, weil es ja wieder so schwarz war bei mir. Sorry. Oh. Na, erst kam die Stadt hier, weil ich hier noch nicht war. Boah. Das sehen wir heute, dass du hier mal halten musst. Bitte links halten. Und dann kam der Scania-Händler. Links. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Wir sind da. Ich muss jetzt hier links rennen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Wir sind heile angekommen. Machen wir ein bisschen das Vorbereiten. Und dann komme ich. Ja. Steht hier. Bleibt mir gleich stehen, hier hinten kann doch nichts passieren. Ja. So, hiermit haben wir das Ziel erreicht. Wow, wow, ein langer Weg. Ja, eine lange Fahrt.
So, und wir sagen an der Stelle tschüss. Euer Walter und René.